ganz sicher ist es dir in deinem Glaubensleben schon so gegangen, dass wenn du in deiner Bibel gelesen hast, dass das Wort Gottes richtig tief in dein Herz gefallen ist. Du hast es sofort verstanden, was der Herr dir sagen möchte. Du hast es sofort umgesetzt oder zumindest zu fragen, Herr, was soll ich tun? Wie gehe ich weiter mit dir? Wie geht es voran mit mir? Sicher hast du das Wort Gottes in ganz besonderer Weise in deinem Leben aufgenommen. Dein Glaube wurde dadurch befeuert. Dein Glaube hat einfach an Kraft gewonnen, an Zuversicht, an Hoffnung. Aber dann hast du vielleicht festgestellt, dass dieser Strom, diese Quelle irgendwie am Vertrocknen war. Auf einmal war es mühsam, in der Bibel zu lesen. Auf einmal hattest du den Eindruck, ah, das Wort spricht nicht mehr zu mir. Ich weiß nicht, ist das der Herr oder bin ich das selbst? Du hast dir viele Gedanken gemacht und irgendwie hat sich dieses Wort in deinem Leben verflüchtigt, vertrocknet, wie eine Quelle vertrocknet. Und das Geniale beim Wort Gottes ist es, dass man immer wieder neu anfangen kann. Man kann immer wieder in die Beziehung zu Jesus neu einsteigen. Man kann immer wieder zu ihm kommen und sagen, Herr, es tut mir so leid, ich will wieder hören, wie ein Jünger hört. Ich will wieder dein Wort aufnehmen in meinem Geist. Ich will wieder lernen und wachsen. Und dann passiert es, dass der Heilige Geist zu dir spricht und sagt, mein Kind, komm in meine Gemeinschaft. Und es ist, als ob er dir diesen Tisch neu deckt. Sein Wort spricht wieder zu dir. In der Gemeinschaft mit Jesus fühlst du dich wieder wohl und geborgen und du kannst wieder aufatmen, du kannst wieder wachsen. Das Wort Gottes wird dich wieder neu verändern. Es wird dir wieder eine neue Perspektive geben. Es wird wieder erfrischend in dein Leben hineinsprechen. Und du wirst wieder diese Erfahrung machen, es ist wieder da. Das Wort Gottes ist wieder frisch und lebendig und wirksam in meinem Leben. In dem Psalm 1 gibt es ein Beispiel, was diese Situation sehr, sehr gut beschreibt. Und den Psalm kennst du bestimmt. Du hast ihn bestimmt schon oft gehört, oft gelesen. Lass jetzt dieses Wort ganz neu sich mit deinem Glauben verbinden. Da liest du, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist dieses alte Beispiel von der Quelle, die den Baum speist, die Wurzeln speist, sodass der Baum Kraft und Saft hat. Dieses Wasser aus dem Boden steigt auf, sodass der Baum Frucht bringen kann. Seine Blätter verwelken nicht. Auch wenn die Hitze kommt, er wird nicht welken. Wenn in deinem Leben jetzt vielleicht ein Zustand ist, wo du sagst, oh, bei mir ist alles trocken, ich weiß nicht, ich bin da wirklich verunsichert, lass dich neu einladen in diese Gemeinschaft mit Jesus. Lass dich neu einladen, mit diesem Wort Gottes wieder aufzusteigen, das Wort Gottes wieder aufzunehmen in dich und in dein Leben. Lass es wieder an Kraft und Zuversicht gewinnen. Gott hat mehr für dich.